Hallo, ich bin Falco von der Wuttmeise GmbH und ich werde heute den SW10-Rechner an der LT15 vorführen, mit dem man saubere, maßhaltige Schnitte machen kann. Der SW10-Rechner beherrscht im Grunde genommen nur wenige Grundrechenarten, aber die sind sehr hilfreich. Am Bedienpult finden wir auf der linken Seite die Starttaste für den Hauptmotor gedrückt und dann wird gestartet. Sowohl die Rauftaste und die Runtertaste, um den Sägekopf anzuheben oder abzusenken. Und natürlich den Notausknopf. Der Rechner an sich ist unterteilt. Das Wichtigste ist das Tastenfeld für Eingaben. Die Next-Cut-Taste, um den nächsten Schnitt sauber anzufahren, und die Bump-Up-Taste, um den Sägekopf am Ende wieder anzuheben für die Rückfahrt. Schnittprogramme können hier gespeichert werden. Mit dem Quick-Programm kann ich einen Stamm aufteilen, mit dem Manualprogramm unterschiedliche Maße eingeben. Ich kann eine obere Rückfahrhöhe wählen und ganz wichtig, sollte das Maß nicht stimmen, kann ich die Set-Height-Taste benutzen, um das richtige Maß wieder einzustellen. Die Tasten Kalibrieren und Curve sind für die Programmierung des Teilerwertes und des Schnittfugenwertes. In der Regel muss man daran nichts einstellen. Die Taste Remote On Off dient dazu, dass Bump Up und Next Cut gleichzeitig auf dem Auf- und auf der Ab-Taste geschaltet werden. Im Normalmodus wird mit der Taste Next Cut ein sauberes Maß, wie gewünscht, abgeschnitten. Das Maß kann ich über die Tastatur eingeben. Mit der Bedienung der Taste Next Cut wird das Maß von der Höhe abgezogen, inklusive der Schnittfuge, sodass wir das absolute Maß abschneiden können. Am Ende des Schnittes wird die Bump-Up-Taste gedrückt, sodass der Sägekopf sich wieder anhebt. Dafür muss zuerst das Brett abgeräumt werden. In der Werkseinstellung ist der Bump-Up-Modus Low eingestellt, sodass der Kopf nur um 15 mm angehoben wird. Wir können auch den Bump-Up-Modus wechseln oder eine obere Rückfahrhöhe nutzen. Zum Einstellen des Bump-Up-Modus wird die Maschine ausgeschaltet, eingeschaltet und während der Rechner hochfährt, die Taste Bump-Up gedrückt halten. Wir sind in der Werkseinstellung Low. Mit der Pfeiltaste aufwärts können wir den Bump-Up-Modus High einstellen und mit Safe-Parameter speichern. Jetzt ist der Bump-Up-Modus so eingestellt, dass der Sägekopf um 12 mm über das Schnittgut angehoben wird, sodass das Brett liegen bleiben kann. Wenn ich die obere Rückfahrhöhe nutzen möchte, um mehrere Bretter liegen zu lassen, muss ich dem Rechner zuerst eine obere Rückfahrhöhe angeben. Dazu fahre ich händisch hoch und speichere sie als Referenzhöhe für die Rückfahrt ab. Das Gute bei der Verwendung des Bump-Up-Modus, egal ob ich Low, High oder die obere Rückfahrhöhe nutze, der Rechner weiß weiterhin, wo er zuletzt geschnitten hat, und im nächsten Schritt rechnet er dann mit Next Cut das nächste Brett ab. Nach dem Zurückfahren des Sägekopfes weiß der Rechner immer noch, wo er zuletzt geschnitten hat, und mit Next Cut wird der nächste Schnitt angefahren. Eine weitere Möglichkeit, die obere Rückfahrhöhe zu nutzen, ist nach dem Schnitt die Taste Bump Up zu nutzen und dann diese Höhe als Referenzhöhe für die obere Rückfahrhöhe zu nutzen.
Anfangs habe ich mit Bump Up und Next Cut den Stamm von oben gesägt. Das war diese Fläche. Dann habe ich ihn 90 Grad gedreht. Weiterhin mit Next Cut im Normalmodus hier runtergeschnitten, bis ich hier einen rechten Winkel oder eine Vollkantigkeit erreicht habe. Jetzt liegt der Stamm auf einer geschnittenen Fläche. Wenn wir den Stamm auf einer geschnittenen Fläche liegen haben, nutzen wir Manualprogramm oder Quickprogramm, um den weiteren Stamm maßhaltig aufzuteilen. Jetzt, wo wir den Stamm auf einer geschnittenen Fläche haben, möchte ich mit dem Quickprogramm den Stamm durch in gleiche Teile teilen. Dazu fahre ich auf die Oberkante des Stammes, damit der Rechner weiß, womit er zu rechnen hat, wähle die Brettstärke, in diesem Fall 60 mm Bohlen, und löse die Rechnung 409 durch 60 mit dem Quickprogramm aus. Ich bekomme aus diesem Stamm 6 Bohlen a 60 mm. Da fahre ich jetzt hin auf die Position 6. Jetzt zeigt mir der Rechner einen Rest von 36 mm an, mit dem ich gegebenenfalls noch eine Position 7 darauf addieren könnte. Und nachdem ich die dann angefahren habe, mit dem Rest 9 kann ich nichts mehr anfahren, schließe ich die Programmierung mit Save-Programm ab. Am Ende des Schnittes kann ich mit der Bump-Up-Taste ein Stück hochfahren und mir diese Höhe als obere Rückfahrhöhe nachträglich noch als Referenz eingeben. Wieder am Anfang brauche ich nur auf Next Cut drücken und der nächste Schnitt wird angefahren. Wir sind bei Position 6. Jetzt wird der Stamm eins nach dem anderen mit Bump Up und Next Cut aufgeteilt, sodass beim letzten Schnitt 60 mm liegen bleiben. Ich habe den letzten Schnitt erreicht und der Rechner schaltet auf Ende Programm, sodass ich mit Exit dieses Programm jetzt verlassen kann. Und nachdem ich den letzten Schnitt ausgeführt habe, habe ich als letztes 60 mm liegen. Mit dem Manualprogramm kann ich unterschiedliche Werte von unten nach oben aufaddieren, um dann die Schnitte von oben nach unten mit Next Cut und Bump Up abzuarbeiten. Dazu fahre ich wieder den Sägekopf auf die Höhe des Baumstammes, wähle Manualprogramm und jetzt fragt er mich jede Position von unten nach oben ab. Position 1 habe ich jetzt mit 60 gewählt, Pfeiltaste rauf, Position 2 wähle ich jetzt 25, Position 3 80, Position 4 60, Position 5 90, und so weiter, bis der Rechner mir sagt, dass die Addition oben angekommen ist, sodass ich diesen Wert nicht mehr vollständig ausführen könnte. Ich könnte jetzt noch einen anderen Wert versuchen und mich dafür entscheiden. Ich fahre jetzt auf die Position 7 und schließe das Ganze mit Save-Programm ab. Jetzt kann ich den Schnitt ausführen. Am Ende des Schnittes drücke ich wieder Bump Up und kann diese Höhe als obere Rückfahrhöhe abspeichern. Wieder vorne angekommen, fahre ich jetzt mit Next Cut den nächsten Schnitt an, führe ihn aus und am Ende fahre ich mit Bump Up wieder hoch. Wenn ich den letzten Schnitt erreicht habe, Position 1, schaltet der Rechner auf Ende Programm um, sodass ich mit Exit das Programm wieder verlassen kann.
und meinen letzten Schnitt ausführe. Ob ich Manualprogramm oder Quickprogramm nutze, bei beiden kann ich die obere Rückfahrhöhe verwenden. Ich nutze jetzt einmal das Quickprogramm, fahre den oberen Wert an. Und wenn ich jetzt schon weiß, welche Höhe ich als obere Rückfahrhöhe nutzen möchte, fahre ich den Sägenkopf auf eine entsprechende Höhe und hinterlege die jetzt mit der Baumstammtaste als obere Rückfahrhöhe. Der Rechner sagt mir jetzt, dass ich zum ersten Schnitt fahren sollte, zum obersten Schnitt fahren sollte. Bei den Tasten A, B und C handelt es sich um Speicherplätze, wo ich einzelne Werte hinterlegen kann. Bei A ist der Wert 28 hinterlegt, bei B 48 und bei C 98. Diese Werte kann ich natürlich anpassen. Damit ich die Werte A, B und C ändern kann, schalte ich die Maschine kurz aus, wieder an und während der Rechner hochfährt, halte ich eine der Tasten gedrückt, sodass ich A, B oder C programmieren kann. Bei A wähle ich jetzt den Wert 25, bei B den Wert 50 und bei C den Wert 100. Mit Save-Parameter speichere ich das ab. Jetzt kann ich diese Werte mit einem einfachen Tastendruck abrufen. Um das Programm A zu hinterlegen, halte ich die Taste A gedrückt. Der Speicherplatz ist leer, sodass ich jetzt mit meiner Eingabe Position 1, Position 2, Position 3 und so weiter fortfahren kann, um die ganze Schnittfolge dann mit Save-Programm abzuspeichern, sodass ich jetzt eine Schnittfolge hinterlegt habe, die ich dann von unten nach oben eingespeichert habe und von oben nach unten abarbeiten kann. Nachdem wir die Theorie mit dem Normalmodus Next Cut und Bump Up und der Verwendung von Manualprogramm und Quickprogramm besprochen haben, kommen wir jetzt zu den praktischen Anwendungen. In der Regel haben wir zwei Arten von Nutzern, TischlerInnen oder SchreinerInnen und Zimmerleute. Fangen wir an mit den Tischlerwaren. Wir haben einen Stamm, den klemmen wir knapp unter der Mitte ein, sodass er fest liegt. Und dann nutzen wir das Quickprogramm, um den Stamm entsprechend aufzuteilen. Bis zur Hälfte können wir ihn aufschneiden, dann drehen wir den Stamm. Den Stamm können wir dann ganz weit unten klemmen und schneiden dann weiter mit dem Quickprogramm unsere Schnitte bis nach unten. Fertig. Bei Zimmerleuten sieht es so aus, dass sie einen Stamm in der Regel in etwas Vollkantiges verwandeln möchten, zum Beispiel hier einen Balken. Dafür klemmen wir den Stamm knapp unter der Mitte und schneiden die obere Seitenware mit Next Cut, bis wir in etwa hier auf die Höhe kommen. Dann drehen wir den Stamm klemmen wieder knapp unter der Mitte ein und schneiden hier weiter mit Next Cut, bis wir zu einer Vollkantigkeit kommen. Und dann können wir den Stamm wieder drehen. Mittlerweile haben wir zwei Seiten geschnitten. Wir haben eine Fläche unten liegen. Sobald eine Fläche unten liegt, nutzen wir ein Programm. In diesem Fall das Manualprogramm. Da geben wir dann den Wert P1 ein. Das ist der Wert, den wir als Balkenmaß haben möchten. Wir können dann mit P2 und P3 oder weitere Schnitte Seitenware schaffen. Diesen Stamm drehen wir jetzt auf die letzte Seite
können ihn ganz unten klemmen mittlerweile und geben jetzt hier wieder P1, P2, P3 mit dem Manualprogramm entsprechend ein und können unsere Schnitte hier ausführen. Fertig ist der Balken. Wenn wir nicht nur einen Balken sägen wollen, sondern Kanthölzer, mehrere Kanthölzer aus einem Stamm, verfahren wir so. Stamm wird wieder eingeklemmt. Wir schneiden oben unsere Seitenware ab mit Next Cut. Dann drehen wir den Stamm. Klemmen ihn wieder ein, schneiden wieder mit Next Cut unsere Seitenware ab, bis wir auf eine Vollkantigkeit kommen. Nach der zweiten Drehung haben wir eine geschnittene Seite unten, klemmen den Stamm also wieder knapp unter der Mitte ein. Und jetzt wollen wir die Kanthölzer schon vorausberechnen. Das heißt, wir müssen diese Maße entsprechend eingeben. Dafür nutzen wir das Quick-Programm und können schon hier die Schnittfugen mit einberechnen und entsprechend hier oben noch ein bisschen Seitenware abschneiden, bis wir auf diesen Wert kommen. Dann wird der Balken gedreht. Jetzt können wir den Stamm ganz unten klemmen und können wieder mit einem Quick-Programm uns den Stamm aufteilen in entsprechende Kanthölzer. Das wird jetzt geschnitten und diese Blöcke können wir jetzt gemeinsam hochkant stellen. Um sie dann ganz unten zu klemmen und unsere Kanthölzer zu schneiden. Auch dafür nutzen wir wieder das Quick-Programm. Fertig. Wichtig für die Maßhaltigkeit der Schnitte ist es auch, dass die Höhe richtig eingestellt ist. Für den Fall, dass die Höhe auf dem Lineal abweichend ist von der angezeigten Höhe des Rechners, müssen wir die Höhe überprüfen. Dazu nutzen wir den Zollstock und messen die Höhe des Sägebandes vom Sägebett aus. Die exakte Höhe messen wir vom Sägebett bis zum nach unten geschränkten Zahn. Die gemessene Höhe übertragen wir jetzt auf den Rechner mit der Taste Set Height. Wir halten sie gedrückt und geben jetzt die richtige Höhe ein und speichern es mit Save Parameter ab. So, das waren einige praktische Hinweise, wie man mit dem SW10-Rechner arbeiten kann. Wir freuen uns darauf, dass ihr immer gute, saubere Schnitte hinbekommt und viel Spaß mit eurem Holz.